Wie ich bin, was ich mag. Ein Podcast der offenen Hilfen der Lebenshilfe Freising. Und schon geht's weiter mit Folge 4, Teil 2. So, hallo, heute ist Dienstag und heute bin ich beim Tanzen im Tanzsportzentrum in Freising-Attaching. Und mir gegenüber ist der Christian Gallenberger. Und der Christian schon seit langer, langer Zeit am Tanzen. Ja. Was gefällt dir besonders gut am Tanzen? Spaß und gesund ist das Tanzen, ja. Ja, lustig ist auch noch. Und grundsätzlich kann aber jeder kommen. Ja. Was macht dir besonders viel Spaß beim Tanzen? Bewegung, die Füße und so. Vielen Dank, Christian, für deine Antworten. Ja, bitte. Ja. Mir gegenüber sitzt die Nelly. Schnitzler. Und die Nelly, die macht das Training. Genau, immer dienstags. Und ja, und hat sich jetzt bereit erklärt, mir zwei Fragen zu beantworten. Ja, sehr gerne. Also meine erste Frage wäre, wie lange machst du das denn hier schon? Also ich habe schon als Teenager viele Jahre Standard und Latein getanzt, zusammen mit meinem Bruder. Richtig professionell. Richtig professionell haben wir das gemacht, mehrere Jahre. Das waren insgesamt 12 Jahre haben wir das gemacht. Mhm. Sehr viele Turniere getanzt. Wow. Und irgendwann, für mich war es so, dass ich mich entschieden habe, Tanzen ist für mich einfach, es kommt aus dem Herzen, es ist mein Hobby. Und dann habe ich mich entschieden, ich möchte es auch nur als Hobby weitermachen und nicht mehr professionell. Und seit Januar habe ich die Ausdruckstanzgruppe übernommen hier im Verein. Oh, schön. Ja, ich bin ganz begeistert. Ich konnte ja heute ein bisschen zuschauen und habe schon gesehen, dass ein bisschen, also das Training ist schon besonders aufgebaut. Wie schaut denn so ein typisches Training aus? Also im Training versuchen wir die Teilnehmer viel Freiraum zu geben, sodass sie die eigenen Gefühle ausdrücken können. Und es gibt sehr viel freies Tanzen. Die Bewegungen werden manchmal vorgegeben, aber in den meisten Fällen bewegen wir uns einfach frei im Raum und üben hier und da einige Bewegungen. Man braucht eigentlich auch keine Sorge haben, keine Vorkenntnisse, man kann einfach kommen. Genau, man kann einfach kommen. Wir haben immer eine Eröffnungsübung, sozusagen eine Begrüßungsübung, sodass alle ein bisschen wärmer werden, sich kennenlernen. Und danach haben wir auch noch eine Übung, wo wir uns ein bisschen kontrollierter bewegen können. Abschlussübung ist auch am Ende so gedacht, dass wir uns voneinander verabschieden und uns schon auf das nächste Training freuen. Oh, ja. Okay, ja, super. Und die, heute habe ich ja diese Auftritte am Schluss. Macht ihr die immer? Die machen wir jedes Mal, genau. Manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger, davon abhängig, wie viele Teilnehmer an dem Tag Lust haben, für uns was vorzutanzen. Ja. Die dürfen das freiwillig entscheiden, ob die an dem Tag vorführen möchten oder nicht. Also man muss auch nicht. Man muss nicht, nein. Ja. Manchmal möchten nur zwei Personen vortanzen, an einem anderen Tag möchten alle zehn für uns etwas tanzen. Das machen wir alles nach Gefühl. Jeder ist frei zu entscheiden. Oh, das klingt super, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich gehe ganz beseelt nach Hause. Es war sehr schön, euch allen zuzuschauen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, gut, wir haben heute Mittwoch, den 17.07., also die Mitte der Sportwoche für alle. Die Alex sitzt mir jetzt gegenüber und jetzt wollte ich die Alex kurz fragen, wie es gestern beim TSV Allershausen war. Da warst du kurz dabei und hast die Möglichkeit gehabt, mit jemandem vom Verein ein bisschen intensiver zu sprechen. Vielleicht magst du kurz berichten, was du so rausgefunden hast über den Verein. Ja, kann ich total gern machen. Also ich war gestern in Allershausen, das ist da bei dem Sportgelände am Amperknie. Dann vom TSV Allershausen ganz früh Sparten verortet, also Tennis, Fußball, Klettern, alles Mögliche. Und ich habe eben beim Kegeln vorbeigeschaut, dass eigentlich der Hans Gamperl da auch federführend alles organisiert, aber eben auch zusammen mit dem Herrn Waldauer, der war gestern vor Ort. Der hat mir dann alles gezeigt. Also da gibt es so ein Kegelstüberl und das sind, ich glaube, 3 oder 4 Bahnen. Da hat er ganz nett berichtet, die haben das alle zusammen, also die Kegelmitglieder,
1990 ungefähr zusammen aufgebaut, in Eigenleistung alles gemacht und eben genau dann da alles ein bisschen modernisiert. Also ein sehr engagierter Verein, und das merkt man ja auch, weil der TSV Allershausen ist ja mit viel, viel Angeboten an den Start gegangen in der Sportwoche. Genau. Also mit deutschen Sportabzeichen, mit Klettern ist er noch dabei, eben mit dem Kegeln. Also merkt man ja schon, dass das ein sehr aktiver Verein ist und ein sehr offener Verein. Und genau, da kann man auch so unterm Jahr, denke ich, jederzeit auf den Verein zukommen und einfach mal fragen, irgendwo, dass man irgendwo reinschnuppern kann. Die freuen sich, sind offen. Und ja, vielen Dank für den kurzen Einblick von Sehr gestern. gerne. Das war jetzt der TSV Allershausen mit dem Sportkeglern. Am Mittwoch ist die Alex dann bei den Vöttingern, also beim Sport- und Reha-Freising e.V. beim Kegeln. Da hören wir jetzt mal rein. Wir sind heute beim Kegeln in Vötting und zwar beim Sport- und Reha Freising e.V. Und mir gegenüber sitzt jetzt die Helga. Und die Helga würde ich gerne mal fragen, warum du heute hier bist und warum du dir halt das Kegeln anschauen Weil wir möchtest. mit OBA schon mal Kegel waren und mir das gefällt. Und heute magst du es mal im Verein ausprobieren Genau. quasi. Ja. Und was genau gefällt dir am Kegeln so gut? So Spaß macht. Und gute Laune. Da hat man immer was zum Lachen, Ja. oder? Und was war das meiste, was du umgehauen hast? Die Neuner. Alle. Sehr gut. Ja. So, und jetzt habe ich nur den Andreas vor mir und dich darf ich auch gern fragen, warum magst jetzt du halt Kegeln ausprobieren? Weil ich leidenschaftlich gern kegel und das zu meinen Sportarten dazu gehört. Was genau gefällt dir da so gut? Ja, dass man eine Folge mal gehen kann. Also, da muss man schon wirklich Glück haben, dass man alle Neine trifft. Hast du schon mal alle Neine getroffen? Ein, zwei Mal vielleicht, aber ganz selten. Also, da muss wirklich Glück haben. Okay, danke, Andi. Jetzt darf ich gerne mal wissen, wie so ein typischer Kegelmittwoch bei euch ausschaut. Hallo, mein Name ist Hella Stuckenberg. Ich bin die Abteilungsleiterin vom Kegeln. Wir fangen um 18 Uhr an mit dem freien Training. Das heißt, jeder macht seine meistens 50 Schub oder wenn es auch nicht mehr geht, ein bisschen weniger. Und ab 7:30 machen wir dann auf einer Bahn nur Spiele und auf der anderen Bahn machen wir dann weiter die 50 Schub. Und wir ratschen nebenher, es ist lustig und wir machen auch Weihnachtskegeln und ja, im Herbst fangen auch Wettkämpfe wieder an in der untersten Kreisliga. Das war's eigentlich schon. Und wie viel Leute seid ihr in der Regel immer so? Ach ja, so, heute sind wir glaube ich 8 oder 10 und bis 15. Also ja, man, Gott, wenn wirklich alle da sind, dann sind wir ziemlich voll. Da merkt es eben schon, oder? Ja, genau. Super, vielen Dank. Während die Alex in Vötting beim Kegeln war, war die Tabea beim Taekwondo in der Turnhalle von der Realschule in Freising. Da war nämlich die Sportgemeinschaft Eichenfeld mit deren Angebot Taekwondo. Die Tabea und der Pascal, die waren gestern beim Taekwondo. Und die Tabea sitzt mir jetzt gerade gegenüber und ich würde sie gerne mal fragen, wie war denn dein Eindruck? Also ich fand es sehr schön. Ich fand auch, die waren alle sehr offen. Es waren auch viele, also es waren drei junge Leute, die die Kinder trainiert haben und es war eine sehr schöne Atmosphäre. Die Kinder haben sich alle gut verstanden. Es kamen auch drei neue Kinder. Wow, ja, zum Genau, Schnuppern einfach mal. die das alle gesehen haben aufgrund von dem Flyer. Die hatten auch schon mehrere Sachen in der Sportwoche gemacht, haben sie mir erzählt. Genau, und die wurden auch sehr lieb empfangen und alles. Denen hat es auch sehr Spaß gemacht. Genau. Und der Pascal konnte dann auch noch eine von den Trainer innen vor Ort ein bisschen befragen. Das hören wir genau. uns jetzt auch gleich an. Was mein Verein so besonders macht, ich glaube, das ist, dass wir relativ klein sind und deswegen auch extrem familiär. Ich bin hier seit über 15 Jahren mit dem Verein. Ich kenne
so gut wie jeden und es ist einfach fantastisch, weil ich weiß, ich kann mich auf jeden verlassen und ich kenne jeden, das ist wie meine zweite Familie hier. Was macht ihn aus? Was ihn ausmacht, eben genau das, dass man sich kennt, man redet miteinander, man unternimmt auch was in der Freizeit miteinander, man plant zusammen Sommerfeste, das ist einfach das Schöne, dass es eben nicht zu groß ist und man extrem persönlich hier miteinander reden kann. Ja. Und am Donnerstag war dann noch das Judo-Angebot vom Judo-Club Freising mit der Monika Schicho. Da war die Alex und die gibt euch jetzt nochmal so einen kleinen Einblick. Servus Monika, wir sind jetzt hier beim Judo und ich darf von der Monika gerne wissen, das ist die Trainerin, was den Judo-Club Freising so besonders macht. Servus Alex, also die Moni, was ihn besonders macht, weiß ich nicht, aber ich bin da seit 44 Jahren mittlerweile dabei und unser Training läuft immer gleich ab. Wir schwitzen schon beim Matten aufbauen, dann werden wir uns gescheit aufwärmen, von Kopf bis zu den Zehen, dann lernen wir es hinfallen. Weil wir müssen immer wieder aufstehen und dann machen wir Techniken oder lernen wir es kämpfen, je nachdem, was wir gerade so vorhaben. Super, klingt anstrengend. Ja, immer wieder mal und bei dem Wetter, bei 29 Grad hat es. Ja, ich glaube auch. Ja, das ist angenehm. Aber ihr habt immer Gaudi, oder? Immer. Hi Lothar, ich wollte dich gern fragen, was du am Judo so spannend findest, was dir dort so gut gefällt. Also am Judo gefällt mir eigentlich alles. Die Leute sind nett, dann halt die Wettkämpfe, die Lehrgänge, die wir fast jedes Jahr mindestens einmal machen, gefällt mir ganz gut. Gürtelprüfungen sind dann immer gut zu schaffen, weil es auch etwas leicht ist. Man muss es halt nur merken, aber es ist halt manchmal schwierig. Was hast du für einen Gürtel? Den grün-orangenen. Ich mache aber den grünen jetzt, demnächst. War der grün-orange schwer oder hat es passt? Der war schon schwerer als die alle anderen, weil es immer schwieriger wird. Desto höher man kommt, desto schwieriger wird es halt. Und was sagt es aus, wenn man einen besseren Gürtel hat? Also was bedeutet das im Judo? Das bedeutet halt nur, dass du halt Erfahrung vom Judo hast. Aber es bedeutet halt nicht, dass du gut bist, sondern du kannst halt auch gegen Schwächere, die halt mehr Kraft haben, auch gegen einen Größeren gewinnen, der viel Erfahrung hat von Gürtelprüfung. Das heißt halt doch gar nichts. Okay, danke. So, jetzt ist die erste Sportwoche im Landkreis Freising-Aschau rum. Wir finden das eigentlich total gut geklappt hat. Es sind viele Interessierte vorbeigekommen. Die Vereine waren ganz toll, waren viele dabei, die sich geöffnet haben. Und in diesem Sinne wollen wir uns bei denen natürlich auch bedanken, genauso wie bei Special Olympics und beim Landkreis Freising. Hat uns total Spaß gemacht und wir freuen uns auch schon aufs nächste Jahr. Natürlich kann man sich auch jederzeit unterm Jahr bei den Vereinen melden, wenn man teilnehmen möchte. Genau, falls Fragen gibt, könnt ihr euch bei uns rühren oder bei den Vereinen direkt. Schreibt uns eure Ideen, Wünsche und Erfahrungen. Wir freuen uns über eure Nachrichten.